Und weiter geht's mit dem Kampf in Greyyard Grove. Ich habe absolut keinen Bock, aber die anderen beiden Sterne müssen halt auch noch geholt werden. Denn wir brauchen wirklich alle Sterne. Und das werde ich dann jetzt auch einfach durchziehen. Das wird jetzt doch ein 100% Let's Play. Ja, meine Meinung ändert sich auch alle zwei Parts. Man kennt's. So, es gibt noch einen weiteren Exit Star und einen Secret Star. Ich weiß, wo die beiden sind. Einer befindet sich in einer Röhre. Und ein anderer. Okay. Nice ausgewichen. Axtbruder. Und ein anderer hängt mit den Pilzen nach dem Checkpoint zusammen. So, und zwar nirgendwo anders als da unten in der Röhre befindet sich der andere Stern. Das ist der Exit Star. Aber das Level müssen wir eh zweimal betreten, denn nach dem violetten Stern kommen wir nicht mehr nach hier vorne hin. Ja, woher ich das weiß? Ganz einfach, Level Detour. Control the stone platform by hitting the approximated arrows on the switches. The black switches stop your white, in which case you just need to hit an arrow switch to resume. Okay, ganz simples Prinzip. Moment mal. Ja, das sind Notenblöcke. Aber hier sind keine Steinplattformen. Ah. Aber damit kann man die Gegner einfach besiegen. Interessant. Okay, wir können nicht nach links, aber in alle anderen Richtungen. Ich weiß gerade nicht, kann ich so machen? Ja, tatsächlich. Der hat dran gedacht, da noch ein Zwischenevent einzubauen. Okay, das heißt, ich muss nicht mal zwingend schwarz drücken. Bin ich nämlich fast von ausgegangen. Als ob der sich da jetzt genau reinstellt. Shit. Ja, nach oben. Ich dachte, ich bin einfach schlau und gehe da rein, aber nix da. Geht nicht. Okay, noch ein Axtbruder, aber außerhalb der Reichweite. Okay, okay, das ist schon mal deutlich leichter als das, was wir im letzten Part gesehen haben. Das ist sogar ganz witzig. Und da unten ist schon der Exit Star. Okay. Der ist relativ easy. So, und weil der andere Stern violett ist, würde ich sagen, den packen wir am Ende des Parts, weil, nee, da habe ich jetzt keine Nerven für, das Level jetzt nochmal zu betreten. Jetzt geht's erstmal weiter mit Level 27, Frantic Factory, mit 2 Sternen. Einem SMB2 Castle, okay. Moment, war es gerade ein Pilz? Möglich. Okay, das Konzept kennt man aus vielen anderen SMBX-Leveln. Einfach nicht zerquetschen lassen, ist relativ easy eigentlich vom Prinzip her. Dich da oben mag ich nicht. Die Kirschen dürften einfach nur Münzen darstellen und jetzt nichts mit einem Stern zu tun haben. Ja, bester Wurf, ich weiß. So, und auf euch kann ich stehen, ne? Wie wir leider aus einem Level in der Vergangenheit wissen. Klar, das ist jetzt hier komplett SMB2 getrimmt, aber das damals war schon echt Betrug. In dem Subkin-Level. Hallo Ninjis. Ich bin jetzt gerade mal vorsichtig, weil ich habe halt kein Power-Up. Sterben würde ich hier ungerne, weil wir haben im letzten Part so viele One-Ups verklempert. So,
Er schießt erst einmal und danach zweimal. Dann kann man durch. Okay, das gesamte Level baut auf diesem Gimmick auf. Am Rand da dürfte übrigens ein Background sein. Was ich als relativ fies erachte, aber... sei es drum. Okay, ich glaube, ich weiß, wo der Secret Star ist. Da unten links drin. Richtig? Habe ich recht oder habe ich recht? Ah Gott. Das musste jetzt echt nicht sein. Moment, ich muss mich jetzt hier zwischenstellen, ne? Ja, ja. Ich hasse solche Sachen, die man fast gar nicht sehen kann beim ersten Mal. Naja, was willst du machen? Müssen wir das halt nachholen. Naja, das ist Background. Das ist relativ fies, aber was soll's. So, gleiches Spielchen wie unten, nur hier ein bisschen einfacher, weil die Objekte nicht ganz so breit sind, oder? Ah ne, man muss jetzt hier auch noch getimed drauf springen. Gibt es eigentlich auch Power-Ups in dem Level? Ja, hier. Auf Kommando. Ne, ne, war schon andersrum richtig. Ich glaube, das ist... wenn man zuvor im Level das Ganze umgestellt hat. Ja, hallo? Warum ist die Kiste dann jetzt nicht runtergefallen? Ja? Das Level scheint sehr gut zu funktionieren. Ja, das sehe ich als fair an. Kann ich jetzt voll was machen? Ah, jetzt ist die Kiste mal da. Danke. So nett ist das Level also. Sparkies! Noch mehr Sparkies! Oh shit. Oh shit. Ja, genau. Gehen die Sprünge noch schlimmer, meine Fresse. Ich hasse, dass es Background ist. Das ist so unfair. Weil eben Walz Background ist. Kann man nicht drauf laufen. Es ist extrem nervig. Es sieht halt genauso aus. Von der Textur her wie ein Block. Zumindest relativ ähnlich. Fuck it. Okay, aber geschafft. Besiegt sich der Mauser auf Dauer selber? Mal kurz so als Frage. Antwort lautet ja. Okay, das heißt, wir könnten jetzt eigentlich ein Geduldsspiel rausmachen. Mit der Zeit wird er sich selber besiegen. Dauert natürlich seine Zeit. Aber was soll's. So, zwei Hits. Drei Hits. Natürlich explodiert die Bombe. Mit welcher Begründung? Okay, wenn man meinen Sprungrhythmus einmal raus hat, ist es sogar relativ leicht. So. Mauser the next one. Es ist echt schwierig, den da oben so zu treffen. Mit normalem Werfen. Soll der sich selber besiegen? Ist das so angedacht? Vielleicht doch, weil alles andere erscheint mir ein bisschen schwierig. Na gut, bei den Bosskämpfen bisher in der Episode wundert mich da auch gar nichts mehr. In der Hinsicht.
Hä, vorhin ist aber die Kiste nicht auf der Bombe gelandet, oder? Na, schade. Da ist er weggegangen. Okay. Schwung da reinzukriegen in diese Würfe ist echt hart. Ja, wie gesagt, er besiegt sich halt mit der Zeit selber. Okay. Gut. Dann fehlt jetzt nur noch der Secret Star in der zweiten Sektion, war es, glaube ich. Ach ja, kurz zur Erklärung, das am Anfang ist wirklich ein Pilz. So, in dieser Sektion dürfte sich jetzt der Secret Star befinden, oben. Müssen wir halt gleich nur schnell sein. Oh Gott. An der Stelle... Das Kleinsein gar nicht mal so schlecht. Ach du Scheiße, wie schnell muss man da sein? Okay, wenn man es nicht weiß, hat man wirklich absolut keine Chance, das Ganze aufzuhalten. Weil bis man das einmal realisiert hat oder überhaupt die Tür dann mal sieht, das schafft keiner beim ersten Versuch. Okay, und das ist jetzt hier so ein Spielchen, komm nach oben, ohne zu sterben. Kann es sein, dass dieses nach links und rechts gehen aktiviert ist? Dürfte eigentlich sein. Stern ist geholt. Und gut, man kommt direkt bei der Exit-Tür raus. Haben wir den dann auch. Level 28, Monty's Mines. 4 Sterne. Das ist das einzige Level, glaube ich, in der gesamten Episode, das 4 Sterne hat. Okay, es sind diese Monty's. Das ist der lila Stern hinter, oder was heißt das? Beziehungsweise es wird wahrscheinlich... Fuck it! 2 Exit-Sterne und 2 Lila-Sterne geben. Da gehe ich jedenfalls sehr stark von aus. Ich bin jetzt erstmal den oberen Weg gegangen, das heißt nach rechts können wir dann... Beim zweiten Mal spielen auf jeden Fall noch lang gucken. Mein Gott, und das ist wieder ein anderer Monty. Deswegen lasse ich mich auch immer zwischendurch treffen. Gegner, die aussehen, ja, die immer gleich aussehen, aber dann halt anders funktionieren in Leveln. Das ist echt schrecklich. Okay, und hier muss man sogar auf diesen Dingern fahren. Ich stand vor der Röhre, what the fuck? Also halten wir fest, die Regel mit den Piranhas, die nicht rauskommen, gilt nur bei Röhren von unten. Gut. Wieder was gelernt. So, wenn ich da vorne gleich getroffen werde, fände ich es lächerlich, weil ich kann hier halt nichts korrigieren. Danke. Ich will trotzdem mal kurz da oben nachgucken. Nee, ist auch nichts. Hier auch nicht. Okay. War also mal wieder kacken unnötig, der Tod sah auf. Die Lore möchte ich, glaube ich, nicht drauf springen. Aber da möchte ich drauf spinjumpen. Wow, ein Power-Up, wie gnädig. In Tier 5 nicht mehr unbedingt. Immer der Fall. Mein Gott, das Level scheint echt groß zu sein. Gut, dass wir Luigi sind, damit können wir eben so hochspringen immer. Ich mag das Design von dem Level, das ist echt schön. Nicht ganz so schön, dass ich mich da gerade hab treffen lassen. So, kurz gekratzt. Warum auch immer ich euch das erzähle.
Aber steh's drauf. Ja, genau. Öffne den Block halt nicht. Nervige Bugs, die jetzt aber auch nicht in den meisten Situationen so schlimm sind. Okay, Checkpoint. Hier in der 2014er Version von SMX konnte man ja nur immer einen Checkpoint pro Level einbauen, deswegen wird das hier der einzige Checkpoint im Level sein. Nicht wie Dometo behauptet, man kann zwei Checkpoints einbauen. Das geht einfach nicht. Ist das hier ein Secret? Jo. Anscheinend, danke für die Eisblume. Da oben ist irgendwie ein Secret Star. Okay, das ist Background. Sieht man daran, dass es dunkler ist. Alles in Ordnung. Hallo Bauarbeiter Toad. Oder Miner. Do you want to know a secret? I found a path that can only be opened by finding a violet star. I wonder what's in there. Hm? Which violet star, you ask? I didn't realize there were two of them. Okay. Es gibt nur einen violetten Stern hier im Level. Wie komme ich nach da links? Ist die wichtige Frage. Ich gehe davon aus, von einer anderen Sektion durch eine Röhre, aber... Das ist halt nur Spekulation. Natürlich kann ich diese Gegner nicht vereisen, das macht auch voll Sinn. Natürlich kann ich da auch nicht drauf spinjumpen, das macht genauso viel Sinn. Level Design ist on point in dem Level hier. Mein Gott, wer hat sich das denn mit diesen scheiß Sprüngen mit entgegengesetzten Dingern hiervon ausgedacht? What the fuck? Ist leicht unfair. Nur mal so nebenbei angemerkt, da unten über der Tür ist ein leicht falscher Block. Okay, next try in der Sektion hier. Ich gehe sehr stark davon aus, dass man dieses Trampolin braucht. Oder ist das für den... Oh Gott, Beginn für da oben gedacht? Kann halt auch sein. Weil anders kommt man hier auch nicht hoch. Ah, hier gibt es noch eine Eisblume. Okay, nett, nett. Ich weiß nicht, muss man es vielleicht noch mitnehmen? Weil es gibt halt echt hier vier Sterne. Ich kann es ja mal einfach mitnehmen. Stört ja nicht weiter. Außer, dass ich mich halt nicht ducken kann. Wobei, ich muss mich, glaube ich, hier einmal korrigieren, weil... Man kann sich ja einfach hier draufstellen. Okay, das Trampolin soll man anscheinend nicht weiter mitnehmen. Ist okay, Spiel. Ist da nur eine Coin und eine Feuerblume? Okay, nehme ich gerne. Darf man da runter? Ja, ne? Ja. Das ist ein Exit wert. Gilt ja als Secret Exit oder ist das ein normaler? Mein Gott, dieses Level ist echt konfus. So, aber erstmal lasse ich das hier so stehen. Und wir widmen uns hier nochmal Graveyard Grove. Auch wenn ich keinen Bock habe, bis zum Checkpoint. So, da bin ich jetzt beim Checkpoint. Wir werden alle lila Pilze sammeln müssen. Wir werden das machen, was uns auf dem letzten Part geraten wurde. Wir werden immer, bei Wegen, wo wir waren, alle Coins einsammeln. Damit wir das so fest haben. So. Hier brauchen wir anschließend den Stone Tanuki. Das kann man sich, glaube ich, noch merken. Dich rette ich einmal kurz. Weil irgendjemand von euch drei, ich weiß nicht mehr, wer von den drei das war, hat einem ja hier diese ganzen Power-Ups gegeben. Die hätte ich dann ganz gerne doch. So, den oberen linken Weg kann ich mir, glaube ich, noch merken, dass wir da nochmal lang müssen. Werde ich jetzt zwischendurch immer wieder für mich selber erwähnen. Grüße gehen raus an die Spinne, der hier verreckt ist. Scheiße!
Wie komme ich da jetzt hoch ohne die Spinne? Mit der Spinne. Dass man die halt wirklich nicht mit Feuer besiegen kann. Okay, was war hier? So, euch kann ich ja greifen. Zack. Ja, stimmt. Da kann man auch normal drauf springen, nicht schlimm. Hier braucht man einen Stone Tanuki. Du bist fake. Du bist auch fake. Ich habe das Level inzwischen in- und auswendig, weil ich bin diese Wege hier 10.000 Mal gelaufen. Okay, es bringt dann hier hin und hier ist wirklich dieses Item. So. Hier ist der Tanuki. Suit. So, dann machen wir jetzt direkt das Ganze. Ich nehme hier mal einen zweiten mit oben links. Kann ich mit dem Geister besiegen? Nee, ne? So, hiermit kann ich jetzt nämlich hier diesen Weg sichtbar machen. Man hätte auch so schon rübergehen können, aber man sieht es ja, da sind Löcher. Das wird man eher nicht schaffen. Okay. Und in dem Fall ist der Nebel hier sogar mal eine Hilfe. Der zeigt einem sehr gut an, wo es lang geht. So, jetzt sind wir hier unten. Ah, besiegen kann ich hier dadurch auch nicht. Scheiße. Aber ist in Ordnung, ich habe ja dafür meinen Ersatz. Power-Up. Ich weiß aber auch nicht, wie viele Pilze es gibt. Das ist das andere Problem. Türklingel. Ja, ich bin der Einzige gerade im Haus. Okay, ein Bekannter hat gerade nur Eier abgeholt. Passt schon. Nichts Weltbewegendes. Wieso erzähle ich das überhaupt? Das interessiert eh keinen. Nur wir kriegen halt immer vom Bauern frische Eier geliefert. Mit so einem Eiermobil oder wie auch immer man das nennen will. Scheiße. Jo. Die eben nicht, dann bestellen die bei uns immer die Eier. Dann kaufen sie uns die wieder ab. Für den gleichen Preis. Versteht sich. 1,40 für 10 frische Bio-Eier vom Hof. Ein sehr akzeptabler Preis. Scheiße. War es jetzt richtig? War am Ende da noch ein lilaner Pilz? Fuck it. Egal, ich hole mir jetzt erstmal hier wieder zwei Power-Ups. Kommen wir uns um den Weg. Ich glaube, es führte zu dem Typen, dem wir helfen sollten, ne? Ja, aber hier ist ja auch ein Pilz. Dürfte auch mit dem zusammenhängen, weil das ist hier ein Pilzkopf. So, dann checken wir hier noch den mittleren Weg ab. Beziehungsweise hier den oberen. Hier waren wir aber schon, ne? Ja. Die sollte ich mal besiegen. Nee, da unten waren wir noch nicht. Ich gehe lieber jeden Zentimeter ab, nicht, dass hier irgendwo irgendwelche unsichtbaren Äxte sind. Ich gehe mal zwar nicht von aus, aber man weiß ja nicht. Für alle Unwissenden kurz, Äxte sind so die Hauptsache, die Events triggern. Sind aber unsichtbar. Nee, ich glaube, hier waren wir schon. Deswegen gehe ich mal einen weiter nach unten. Ne, hier waren wir aber auch schon.
Wobei, ich gehe mal gucken, ob da am Ende noch irgendwas ist. Kann ja sein. Muss ja schon fast so sein, weil sonst weiß ich nicht mehr, wo hier noch irgendwelche Pilze waren. So, Feuerblume möchte ich nicht. Ah ja, hier ist noch einer. Ja, und das war das Geräusch, das anzeigt, dass alle gefunden wurden. Okay, wenn man einmal den Überblick im Level hat, dann geht's eigentlich. Aber diesen Überblick sich mal zu verschaffen, das ist nervig. Und wenn man keine Power-Ups hat, verirrt man sich halt schnell, hat mehr Wege zu laufen und dann stirbt man halt. Hier die Mitte war es, ne? Ja. Hallo, mein Toad. Woo, you broke the curse. Here you can have my most prized possession, was auch immer. Danke. 72 Sterne haben wir damit. Läuft. Dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Part, wo wir dann hier noch weitermachen in dem Minen des Montys. Bis dahin und ciao.